So, guten Morgen. Der letzte Lauf. Final Run. Alter, warum dauert es denn so lang? Guck mal, wann es erst kommt. Oder? Sehe ich ja jetzt erst. Der Restream-Chat hängt mal locker 10 Sekunden hinterher, du. Das ist mir gestern schon aufgefallen. So. Such mir erstmal eine schöne Frisur aus. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Und die Schule ist Raven. Sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten.
Sie haben unsere neuen. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, starten. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Komm. Schloss Hogwarts wurde durch Sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie Sie in den Besitz des Portschlüssels kamen. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist.
obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Als erwartet. Ah, da oben. Nicht mehr weit. Gleich davon. Bleiben Sie ruhig. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause? Man weiß es nicht. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig! Seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Geh da hinten. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Hey Fabi, moin, dir auch einen wunderschönen. Hallo? Na, alles frisch. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haupt von ihm. Diese Verliese sind am neuesten.
Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beide könnte solche... Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meiner... Letzter Durchlauf. Die Raven-Schule. Und dann haben wir es komplett im Set. Bis zum heutigen Tag. Liegt über Vielen Dank für Ihre Hilfe. Licht bis ich am Wetter, du. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Zack, da ist eine Tür. Eine Tür? Welche Überraschung. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls ich Ihnen einen Weg offenbare... Wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Na dann rein in die gute Stube. Lumos! Revel, das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Das ist bei der Sandy im Keller. Oh, überall Süßigkeiten. Aber den Zweck kenne ich nicht. Speck. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Mhm. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe keine Statue. Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Genau, gib mal Lumos. Lumos. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Zack, ist ja abgefahren. Als ob ich schon mal gesehen hätte. Du. Achtung! Protek! Accio! Descendo! Levioso! Impulso! Thank you.
beim fünften und letzten. Vierten und letzten. Du musst alle Schulen durchspielen. Das ist jetzt der letzte. Die letzten zwei Stunden vom Spiel. Lumos. Revelio. Professor. Professor Fig. Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen. Es hat schon Spaß gemacht, definitiv. War ja teuer genug. Ah, dorthin führen Sie mich. Ich muss noch einmal bis zur Kammer spielen mit Ravenclaw und dann haben wir es geschafft. Oder dann ist es vorbei. Ich habe es geschafft, Klingt so, als ob es keinen Spaß gemacht hat. Hat definitiv viel Spaß gemacht. Absolut. Lumos. Revelio. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Ja, das ist der letzte Erfolg. Deswegen spiele ich ein paar Mal durch, oder deswegen muss ich ein paar Mal durchspielen. Du hast für jede Schule den Erfolg, dass du bis zur Kammer spielen musst. Und das ist jetzt die letzte Schule. Im ersten Durchlauf habe ich alle anderen Erfolge mit Sammeln, Collectibles und den ganzen Pipapo geholt. Und habe dann gestern angefangen. Ich habe gestern bis auf diese Schule alle anderen schon mal gemacht. Das ist jetzt der letzte Erfolg. Yeah. Das ist jetzt schon gestern Gryffindor gestern gespielt, Hufflepuff gestern gespielt und den anderen haben wir ja ganz am Anfang. Da sind quasi Aufräumarbeiten. Das ist... Oh. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns.
Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Phineas Nigellus. Professor Weasley. Noch jemand? Ah, ja. Ich freue mich. Vielleicht gehörst... Nein, bitte nicht, Hufflepuff. Raven war's, ne? Ja. Will ich mir nochmal sicher gehen. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Du gehörst nach Ravenclaw. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Bin ich mal gespannt, aber wie deren Hütte aussieht, du. Ist die letzte, wo wir noch nicht drin waren. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Schlicht und einfach. Helle. Revelio. Helle auf jeden Fall. Die Türen sind alle helle gestaltet. Und übereinander. Bin schon gespannt, wo das ist. In welchem Flügel das ist. Da sind die Toiletten. Interessant, ist ganz anders aufgebaut. Na gut. Dann gucken wir mal, was er will. Ah, da ist ein zweites Treppenhaus nebendran, verstehe. Quasi unterteilt in linker und rechter Flügel. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Ah. Revelio. Ein Moment. Sieh mal. Na, du bist mir ein Schlingel. Stinkbomb. Das war nicht ganz dir. Ich bin... Mit Abstand die hellste Schule bisher. Einfach genial, Amit. Genial. Man könnte meinen, du könntest... Ach! Ah, hallo. Willst du mal gucken? Ich würde gerne. Revelio. Ob das die richtige Stelle ist? Ich will, dass er an einem perfekten Ort knifflige. Professor, hat mich sehr gefreut. Professor Weasley, warte draußen auf dich. Beeil dich lieber. Revelio.
Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag? Ich habe lange... Bitte sehr. Das wichtigste Werkzeug, unser Buch. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Da ist das. Okay, macht Sinn. So etwas wie dieses Handbuch gehabt. Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Mal sehen, was Revelio darüber berichtet. Jawohl, Ferkel Power. Dankeschön, Sandy. Abfahrt. Endlich mal Barbeschwert. Hallo, Schweinchen. Na? Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss Revelio und auch außerhalb. Wie hast du das geschafft? Ist wieder nackig rumgerannt draußen. Bloß nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Revelio. Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Hauptkarte. Ist aber scheißkalt, habe ich gerade schon zu Fabian gesagt. Ist so kalt als... Nicht schön, ne? Da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Revelio. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Danke. Ich vermute. Wir haben. Oh? Viel Glück heute. Danke. Schön, Sie zu sehen, Professor.
Ja, Sir. Die Karte ist verzaubert. Rebellion. Diesmal gehen wir direkt in die Richtung Revelio. Verteidigende Künste, okay. Wieder mal auf Abenteuertour? Nee. Ich stürze hier nur so hier rum. Revelio. Schlossen sich die Werwölfe den Kobolden beim Aufstand. Werwölfe, wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand von... Hier! Hinter dir! Akio. Zack. Das war gar nicht übel. Sie lernen. Atze. Ha. Kurzum. Verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Akio. Nun stellen Sie es sich wie eine... Genau so. Keine Sorge. Sehr gut. Wunderbar. Na dann, bring it on. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Konzentration. Sehr gut gemacht, Nati. Genau so wird das gemacht. Ach, hier. Gezeichnete Kontrolle. Gut zu. Oh ja. Ups. Das passiert den Besten. Nein, das darf aber nicht passieren. Springt es, weil es wascht es.
Na, dann wollen wir es doch ein wenig. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Dann wollen wir mal. Na bitte! Ach hier. Genau so. Was ist der Durchguck? Konzentration. Genau so wird das gemacht. Naja, das war jetzt nicht dein bester Zug, Nati. Meine aber auch nicht. Konzentration. Na dann los. Verloren, verloren. Ach hier. Sehr beeindruckend. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Verliert man nicht gerne. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Danke, dass du... Nun... Revelio, kannst du Accio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Auf ein Wort, bitte. Soll den Zauber auf die Kleidung anwenden. Sie wollten mich... Bei Menschen funktioniert er nicht. Hallo, wie läuft es an deinem ersten Tag? Ja. Revelio. Richtung. Darunter. Revelio. Meine Familie folgt vielen Muggeln. Ach, Revelio. Revelio. Jedes Mal denke ich, da ist ein Buch, du. Da ist es. Aber wirklich jedes Mal.
Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Levioso. Gut gemacht. Levioso. 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 Sehr gut. Aber am besten kann man ihn... Das ist ein Kinderspiel. Montego! Du, Montego! Das erschwert die Dinge. Levioso! Gute Technik. Ich weiß. Welche klatscht? Nicht schlecht für den Anfang. Sie haben meine Herren. Na, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Levioso. Revelio. Gute Arbeit. Basti. Das hat Spaß. Nein. Ex. Man muss... Dann bis bald. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. So, wie sind die Aufgaben? Hallo, wo sind die Aufgaben? Revelio. Wenn Hogwarts die Herrschaft dieses Schulleiters überlebt, sollte ein Mondkalb die Leitung übernehmen. Revelio. Am Brunnen war das, glaube ich, ne? Was ist mit dem Raum, Professor? Ich hopp. Hat Professor. Professor. Von mir. Ich möchte. Revelio. Da sind Sie. Können Sie mir... Ich mach... Revelio.
das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das Flugzeug? Geschafft. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Großartig. So, die zwei Blätter haben wir. Ich hoffe, die ersten auf. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische. Angeblich stellte sie Herzschmerzen. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Rebellion. Das müssen wir, glaube ich, schon zurück, ne? Triff Nadi in der Nähe des Hofeingangs. Rebellion. Nadi, hoffentlich wartest du noch. Ich freue mich. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butter. Trevelio! Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Gefällt es dir denn an der Schule? Warum lernen wir immer nur die langweiligen Zauber? Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alte Ruhn an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Dann ab nach Hogsmeade. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Rebellion. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nicht für dich, was? Willst du ein paar Kräutermchen mitnehmen? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Hat sie keinen Bock, hinterher zu rennen?
Sieh mal, Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Die haben bestimmt schon Namen. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Dort links ist der verbotene Wald. Er ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Hallo? Ich finde ihn verboten. Rebellion. Macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Hast du dich gewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber Rebellion. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Omei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Protego. Hässlich, haarig. Rivelia. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Ja, komm, Nati. Keine Klümpchen bilden. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Nee. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Nati. Danke. Hogsmeade. Und da wären wir. Das Mos Eisley. Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Moin, ich habe hier und keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Professor Weasley meinte, du brauchst kalt Folgendes. Ist es. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können. Nimm. Viel Spaß. Wir sehen uns später. Ein neugieriger Geist. Verzeih. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Das klingt richtig. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines...
Ja, umso schöner ist es, wenn es funktioniert. Oh, das ist natürlich ätzend. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Rebellion. Letzten Drüger. Ich habe es gerade angefangen, das sind jetzt die letzten zwei Stunden, der letzte Durchlauf. Sonst ist alles durch, ja. Hätte ich gestern noch mehr Bock gehabt, länger zu spielen, hätte ich es gestern schon fertig gehabt, war mir dann aber ziemlich latte. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So spiele ich es heute in Ruhe durch, ganz Galama. Und nehme Abschied von diesem wunderschönen Spielchen. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Und dann steht schon eine Riesenlatte neuer Spiele, die ich schnell durchspielen darf, im Hintergrund. Was meinen Sie? Aber halt nicht so lange. Nicht so große Dinge wie das hier. Wie hat sich das... Das war schon relativ lang. Revelio. Die Spieldauer her, definitiv. Oh je, ein ganzer Arsch voll. Ganze Liste voll. Viele kleine Games. Ich spiele normalerweise überwiegend oder in der Mehrzahl kleinere Games. Kurze Indie-Games. Da habe ich echt jetzt einen Batzen voll, die sich aufgestaut haben, weil ich das hier erst fertig haben wollte. Ich mag das nicht so, wenn ich viele Sachen anfange und nichts fertig habe. Verzeihung, Sir. Oh, Professor Weasley schickt. Da Sie zum ersten Mal. Ich. Aber jetzt.
Wie kann ich heute behilflich sein? Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ein paar Puzzle Games. Ein paar kleine Adventures. Mahjong habe ich, das ich irgendwann sogar Ende letzten Jahres angefangen hatte und noch nicht durch habe. Echt ein ganzer Arschloch, die liegen geblieben sind. Rebellion. Akio. Verzeihung, Sir. Nee, aber sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Die finden nur Handschuhe, ehrlich. Die finden nur Handschuhe, das gibt's ja nicht. Die wollen nicht, dass ich sie anziehe. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Genau, such du mal Nati. Die wollen, dass wir dem Bösen dann nackig gegenübertreten. Ich mag das schon. Ach hier. Rebellion. Die Tür haben wir auch nicht aufgekriegt, fällt mir gerade so ein. Ach hier. Rebellion. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass hier 100.000 Bücher rumgeflogen sind. Oh. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Seinen eigenen Waffen schlagen. Sieh nur! Das gefällt mir. Mach das noch mal. Der Mut gedauert. Wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Oh nein! Noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Hm. Repar. Rebellion.
Reparo. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Mal sehen, was er will. Rebellion. Reparo. Rebellion. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Na also, gut wie neu. Reveal. Repar. So, doch wieder Heiler. Gibt es denn hier nochmal? Da. Reveal. Ja, das wird mir fehlen, die viele Scannerei. Das hat schon Späßchen gemacht. Rebellion. Rebellion. Hä, das ist doch ein Grafikfehler, oder? Ja, da fehlt die Rückwand vom Haus, lol. Ist mir noch nie aufgefallen, das ganze Haus ist hinten hohl. Geil. Rebellion. Na, was habt ihr über mich geredet? Hallo, Sir. Danke. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Was für eine außergewöhnliche... Erstmal ein Butterbier. Ich verkaufe noch mehr Kampf. Sonst haben wir nichts dazu gekriegt. Dann hätte ich ja auch ein Verkaufsfenster gehabt. Ich glaube es... Wenn Sie welche brauchen, schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden. Rebellion. Wenn das nicht zu voll ist, trifft du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen.
Hier kann ich nicht rennen. Hier müssen wir laufen. Jetzt. Es. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schwachen zu kommen. War hier nicht noch ein Zettel? Ne, oben waren die Kisten. Doch hier ein Eck war, glaube ich, noch ein Zettel. Na, ist auch wurscht. Der eine macht den Bock jetzt auch nicht fit. Ich bin heilfroh, dass du... What the fuck? Bin ich zu früh in die Map gegangen oder was ist los? Mein Gemeinschaftsraum ist weg. Ne, da ist er. Normalerweise hätte der doch blinken müssen, oder war ich jetzt blind? Blind und blöd. Warte mal, bis die Quest aufpoppt. Du hast Eulenpost. Ich glaube, jetzt ist das Spiel hängen geblieben. Ja. Das war ja merkwürdig. Aber jetzt weiß ich zumindest, was die Bereiche, wo ich nicht reinkam, bedeuten. Das war zum einen das Bild, das war die eine Schule. Und das ist zum anderen der Adler oben, das war die zweite Schule. Das war da, wo ich mich als gewundert habe, wie ich da reinkomme. Da kommst du halt nur rein, wenn du entsprechend Mitglied der bestimmten Schule bist. Rebellion.
Also runter. Und wieder zu unserem guten Freund, dem Professor Fick. Rebellion. Obligatorische Klotruhe. Wieder mal auf Abenteuertour. Sie wollen? Ich dachte mir. Vielleicht. Der hat wirklich in jedem Sie? Durchgang hat er als ich einziger im ganzen sagen, Spiel die Grafikfehler da. Rebellion. Zu ihm. Rebellion. Reingehauen. Danke fürs Reinschalten. Sauber bleiben. Entspannten Tag gewünscht. Jemand Neues aus meiner misslichen Lage. Da war das. Ob mir eine freundliche Seele ist. Denn, das haben wir schon Was entdeckt. Haben Sie jetzt vor? Und jetzt zu Hagrid. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Professor? Jetzt prügeln wir uns mit denen. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen... So habe ich von ihm schon. Ab in den Trainingsraum. Schön, dass du da bist. Legioso. Und unsere erste Trainingsrunde. Kann ich dir helfen? Sebastian.
Das schmeißt. Ich mach. Ja. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Na, kommt ihr Nachtkappen. Legion! Protego! Repar! Bingo! Schau, la, 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 la. Wo sehen Sieger aus? Gut gemacht. Sebastian hatte. Revelio. Ich hoffe, du kommst wieder. Nee. Zurück. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das. Ja doch, ich muss doch mit dem. Hallo, Luke. Aber mit der das Puppe wäre wundervoll. Nicht. Wirke all deine Zauber. Akio. Sehr schön. Legioso. Ausgezeichnet. Legion. Stimmt. Das war interessant. Legion. Ach hier. Gut so. Genug geübt, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir noch mal die nächste Runde, oder? Hallo, Lucan. Aber natürlich. Kannst kaum erwarten. Los. Ja. Kann aber auch sein, dass ich erst hätte mit dem Professor bereit haben für dein müssen. Ende? Verzeihung den Feuerzauber. Mal gucken. Levioso. Repar. Levioso. Levioso. Protego. Stupro. Levioso. Protego. Accio. Kleines Luder, ich dachte, du bist schon fertig im Kopf. So könnte ich mich nie verlieren. Bravo! Ich hab nur mein Bestes gegeben. Du warst denn? In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Aufgabe erledigt. So, dann auf zum Picket. Revelio. Berichten ihm über die vollständigen Aufgaben.
Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie... Ich hab... Konzentration. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Incendium. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Zurück zum Fick. Reverium. Was aus meiner misslichen Lage helfen würde. Aber richtig, ne? Genau da hoch. Lüge, eine Treppe hoch. Links rum. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Revelio. Da sind sie ja. Und da rein. Hallo, Sir. Nun, fahren wir fort? Fick! Der Mann. Jetzt ist, glaube ich, der Auftrag dazu gekommen mit... Nee. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Bestimmt. Also runter zum Bassi. Sebastian! Danke. Später am Abend. Der bringt uns jetzt den Illusionszauber bei. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu... Das... Damit schleichen wir uns in die Bibliothek. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Dose ab. Du sorgst für Apple. Rebellion. Wehe, hier geht ein Schüler um. Der Schlüssel. Hier ist er. Ich wusste, ich hab was gehört. Ach, Scheiße. Enttarnt. Zu schnell. Schon gewundert, warum sie rennt. Geht er noch gar nicht. Revelio.
so offensichtlich eigentlich mit der Kiste, wie lange ich nach der gesucht habe, du. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Der Schlüssel. Hier ist er. Beziehungsweise wie oft ich an der vorbeigerannt bin. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch mit seinem Einband. Geis, sei vorsichtig. Revelio. Die Luft ist jetzt. Ach, jetzt muss ich wieder den herumschleichen. Reparaturzauber reinmachen, fällt mir gerade ein. Was suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester. Revelio. Damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil dein Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Blaney bis zum Sankt. Revelio. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das. Still. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Revelio. Geheimnisse der dunkelsten Künste beeindruckend. Imposant. Revelio. Levioso. Revelio. Prepare. Revelio. Du musst erst erscheinen, ne? Wen haben wir hier? Sebastian Cello und seine neue kleine Klette. Erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht... Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Repar. Revelio. Natürlich. Spuren alter Magie. War ja klar. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Kommt jetzt nicht so überraschend. Schicker Zylinder. Jetzt können wir mal wieder was anderes anziehen. Kein Outfit doch. Ich wollte schon sagen, so langsam müssen wir da mal ein Outfit haben.
Sieht sogar schnuggelig aus. Schuluniform. Wo führt sie wohl hin? Das war ja klar. Das sind Wachen. Incendio! Legioso! Habe ich mir schon die Aufgabe gegeben, dass ich 12-mal ausweichen muss? Nee. Rebellion. Ich glaube von da drüben, ne? Rebellion. Ich weiß es nicht mehr. Ah. So war das. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Incendio! Levioso. Incendio. Levioso. Lumos. Incendio. Rebellion.
Es ist also doch ein Buch. Hm. Man hätte es sich denken können. Protego! Sebastian. Rebellion. Echt eine ganz schöne Sauerei, du. Rebellion. So, dann zurück zum Prof. Jetzt gibt er uns das mit dem 10-mal Ausweichen. Schauen wir mal. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ich hätte aber gerade noch die Herausforderung abgeben können, glaube ich, oder? Unvorstellbar. Es... Fig, Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Ich frage mich, warum es hier war. Ich glaube... Verstehe. Jetzt muss ich und vernachlässigen sein, Sie ne? Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Mhm.
Na, pop schon auf. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl... Rebellion. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schul-Champion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungsgruppe steht weiter zur Verfügung. Uftrisch. Kräuterstunde, Brian. Erstmal die Kräuterstunde. Die Professoren Fig und Weasley möchten. Einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Rebellion. Züchtet sie schon wieder Pungus-Zwiebeln? Rausziehen. Und wieder reinstecken. Rebellion. An den Pflanzentischen. Man sollte annehmen, Professor Garlick wäre vorsichtiger mit ihren Araunen. Hm. Ob Hippogriffe Knöterich mögen? Ja. Ich. Rebellion. Wie kann ich mein Flockenblumen-Arrangement abrunden? Laune des Nifflers oder Rosen? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank. Wie gut gemacht! Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Protego! Freut mich. Ja, ich weiß nicht, warum du mir das erzählst. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe... Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja, danke. Ich, hier wären wir. Rebellion. Heimat des chinesischen Kauk. Los, hol ein paar Kohlköpfe. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf. Wer macht den Rest? Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. In Gnome wusste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mist. Sie können. Rebellion. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beenden. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause.
So, da können wir schon mal 10-mal ausweichen und 4-mal Feuerzauber. Künftiger Champion im Anmarsch. Auf je. Ja. Diesen Sieg werden wir auskosten. Es kann nur Hallo. Eine geben. Den ganzen Tag gestern schon ein paar Mal neu angefangen. Ins Händchen! Das kannst du noch besser! Ins Händchen! Das letzte Haus. Ich habe gestern zwei Häuser, ich habe die Hauptstory durchgespielt und habe dann Hauptstory noch durchgespielt. Also nicht durchgespielt, sondern noch angespielt. Keine Ahnung, wie lange du da warst. Auf jeden Fall habe ich gestern soweit alles durchgemacht. Schade, dass nicht mehr Leute. Steht da eine Uhrzeit dabei? Ich glaube nicht, oder? Ja, also wir haben definitiv gestern die Hauptstory abgeschlossen, Hufflepuff durchgespielt, Gryffindor durchgespielt und jetzt nochmal Raven. Da man pro Durchlauf mindestens 2 Stunden braucht. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! 2 war ich mit der Hauptstory durch. Ich bin beziehungsweise mit allen Collectibles. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich hab mich lang. Oh, da haben wir alle durchgemacht. Ja, super. Zauberuntertränke müssen wir eh besuchen. Und jetzt ist der letzte Durchlauf. Ja, mein Leben am Limit. Für manche
Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministerium... Stimmbruch, deswegen hat die so eine dunkle Stimme. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Falls irgendwann mal DLC kommt, spiele ich definitiv nochmal ganz durch. Und an. Revelio. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Ja, brauchst du die Feder? Professor. Da. Das hat. Ich brauche nur einen. Klar, Bassi, hol mir dir die Feder. Wer gut vorbereitet. Revelio. Ihr Trank sollte nicht diese Farbe haben, Miss McDowell. War hier nicht mal. Denken Sie daran beim Brauen von Tränken. Ein Zettelchen. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Seien Sie geduldig und gründlich. Hier ist die Fupa-Feder für... Großartig! Sollen Sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust Ihrer Augen kommen. Und jetzt lassen Alven krank. Und... Seltsam. Was ist das? Was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Ich habe... Tut mir leid. Tut mir gar nicht leid. Das wäre... Okay. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Jetzt können wir, glaube ich, zum Mädchen raus, ne? Was ich nicht hingekriegt habe, ist das in einer Stunde durchzuspielen, die bis zu dem Punkt. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Jeder Durchlauf hat mindestens 2 Stunden gedauert. Ich habe es echt probiert, drauf zu drücken und alles wegzudrücken und Kram, aber das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Kann bestimmt noch irgendwo abkürzen und weniger Nebenmissionen machen. Na gut, ich tue natürlich auch jetzt tue ich immer einfach, weil ich es geil finde, überall scannen. Da geht natürlich auf 2 Stunden gesehen schon einiges an Zeit drauf. Was ich nicht machen müsste, was ich immer mache, weil es mir einfach Spaß macht.
Hier fliegen auch Tagebuchseiten rum. Zwei Gas. Egal. So, dann ab nach Lower Hogsfield, um uns mit der Nutty zu treffen. Und den ersten Merlin-Zauber. Ihr Hand ist wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Rebellion. Das sollte ich untersuchen. Definitiv. Es tut so gut, dich zu sehen. Rebellion. Hallo, wie schön Sie... Hallo, Nat. Sie wollen... Gut. Das freut mich zu hören. Sei auf der Hut. Ich höre wohl nicht recht. Sie wagen es, mir zu drohen? Was geht hier vor sich? Was ist denn da los? Sie müssen hier lang gekommen sein. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Gestatte mir das Elend. Ich weigere mich, so behandelt zu werden. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Wie geht das denn nicht? Komm her, du! Mit euch gehe ich nirgendwo hin. Du! Dieses Kind bekommt ihr nur für meine Leid. Hört diese Rebellion. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Ich kann die Kiste, glaube ich, erst aufnehmen. Ja. Wenn die uns das okay gibt. Alles. Sie sind Merlin. Verständlich. Genau. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu. Auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Protego! Legen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Haben Sie das gesehen? Inzentrum! Merlins Bart! Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Rebellion! Wo waren die Dritte?
es so. Mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Incendio! Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich klar, alles habe, Mann. Kehre ich wieder. Ausrüstung. Und Schal, bestimmt auch kein besserer. Nee. Jetzt muss ich wieder warten. Manchmal hängt die Story bzw. das Aufpoppen der nächsten Mission hängt manchmal echt ein ganzes Eck hinterher. Ich überlege, wie lange ich im ersten Durchlauf rumgemacht hatte, bis ich an die entsprechenden Punkte kam und wie schnell das jetzt geht. Reisen erweitert Wahnsinn. Den Horizont. Revelio. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen... Professor, ich habe Ihre... Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier. Professor, haben Sie ein... Was die Schüler angeht. Von... Expelliarmus! Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus! Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Revelio. Mein Rat bei unangenehmen Angelegenheiten. Ja, was hat der Feind? Schön. Natürlich. Richard Jector? Ich schaue mich für Sie. Revelio. Nee, bei dem war das gar nicht. Mein Vater lehrt. Bedrückt. Die Eulerei, das ist wirklich jedes Mal ein anderer. Finde ich ganz cool gemacht. Dieser eine Auftragspart ist wirklich jedes Mal unterschiedlich. Siehst du, und das zum Beispiel habe ich in meinem Durchlauf
komplett übersehen, den Turm. Habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. An dem habe ich irgendwie komplett vorbeigespielt. Das ist ganz witzig. Ich habe dann zum Schluss alles gesucht, weil mir noch zwei gefehlt haben im Außengelände. Beziehungsweise generell in Hogwarts. Und dann auf einmal sehe ich, dass da oben ein Turm steht. Den habe ich irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen. Ist ja auch so leicht zu übersehen da oben. Die Statuen, die Mr. Ollivander erwähnte, müssen oben bei den Eulen sein. Hast du da eine andere Mission? Das eine Mal muss ich in den verwunschenen Wald, jetzt muss ich an die Eulerei. Das ist witzig gemacht. Ignoriert mich, Eulen. Ich will nur jemandem helfen. Wo sind diese Statuen? Hier sind tatsächlich zwei der drei Seiten. Ralle, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they broke and you're so paid, uha. Eine Statue hier. Danke, das nehme ich. Nichts. Eine nette Überraschung. Ich muss wohl weitersuchen. Revelio. Leere Stangen könnten groß genug für Dohlen sein. Oder Dohlenstatuen. Akio! Revelio! Vögel haben keine Höhenangst. Ich sollte weiter oben suchen. Genau, such mal weiter oben. Levioso! Akio! Levioso! Akio! Eine Statue hier. Das kann ich gebrauchen. Akio. Nichts. Ich muss wohl weiter. Eine Statue hier. Danke. Das nehme ich. Revelio. Nichts. Levioso. Akio. Ich muss wohl weitersuchen. So, was auf muss. Eine nette Überraschung. Nee, ich muss nicht weitersuchen. Keine Statuen hier. Revelio. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Das kann ja aber sein, ich sollte sie mitnehmen. Das wirklich nochmal dann an der Schule im Weiterspiel. Setze die Vogelstatuen zurück auf ihre Stangen. Revelio! Was geht hier vor? Ah, 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 ah.
Das ist ja geil. Da ist er. Und mit der anderen Schule musste ich so Kürbisse suchen, wo sein Kopf in den Kürbis drin war. Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Das finde ich wirklich ein nettes Detail. Wenn du etwas verstecken willst, hast du den perfekten Ort gefunden. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Richard Jackdaw? Mr. Ollivander hatte recht. Er will seinen Familienzauberstab zurück. Meine Güte, den Zauberstab habe ich komplett vergessen. Ich habe ihn nicht dabei. Ich bin fast sicher, dass ich ihn fallen ließ, als ich in der Höhle geköpft wurde. Wie töricht es doch war, der Karte zu folgen. Welche Karte? Wirklich albern. Ich habe sie auf vergilbten alten Seiten gefunden. Genau, wir sehen uns im Wald. Reveal. Wir haben jetzt noch... Brauche ich das oben? Ich glaube, die ist noch nicht aufgepoppt wieder. Aber das ist echt ätzend, wenn du zu schnell im Menü bist. Dauert so lange, bis die Hauptmission wieder kommt. Tippel, 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 tippel. Revelio. Zack. Wie lange das gedauert hat, ne? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Rebellion. Hier bin ich. Wie aber versprochen. So, und ab hier sind dann wieder alle streng gleich. Noch etwas zu beachten? Du machst vorher die Arbeit für jedes Haus an einer anderen Stelle. Und dann triffst du dich mit dem Jackdaw im Wald. Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Genau, lass mal suchen. Ich muss einfach schon weitermachen. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Revelio. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Da, genau wie Jackdaw es beschrieb, Intramuros. Incendio. Revelio. Hier draußen wird mich niemand hören. Rob wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Stufe. Akio.
Prozent. Ich werde dich holen. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Beeindruckend. Dorthin muss das alles führen. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Aber was? Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Man weiß es nicht. Incendium! Protego! Du! Levioso! Sich nicht an. Ich geht. Protego! Stufe! Incendio! Dann kann sie sich auf einmal aufrichten. Das ist ja auch geil. Hier, erst geht sie gehockt, aber für den Zauber geht es. Da kann man sich schon mal mitten in der Höhle aufrichten, definitiv. Revelio. Incendio. Regioso. Ein Rätsel. Nun, wenn Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch. Lumos. Protego. Symbol könnte versteckt sein. Bemerkenswert. Revelio. Gut, dass Jackdaw gar nicht runtergefallen ist. Akio.
ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Schwimmen? Die können Richard Jector nicht enthauptet haben. Incendio! Vigioso! Protege! Stufo! Vigioso! Incendio! Potato! Stufe! Mach's gut, Monster! Seit Hector hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jector an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Einem so einen kleinen Trank? Nee, das glaube ich nicht. Ich muss näher an Jectors Überreste herankommen. Und an die Seiten. Die Mädelklamotten sind sieh auch mal an. Richard Jector. Ich fällt mich gerade so auf, ich habe bisher nur Kalle gespielt. Schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Wenigstens kann ich die Seiten nehmen. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jector. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Expelliarmus sollte euch entwaffnen. Das ist unheimlich. Was war denn das? Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Bin ich? Oh, oh nein.
Eigentlich kommt da kein Wasser. Der Raum wird ja geflutet. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Wieso ist das? Wo bin ich hier? Ich würde sagen, im Kaderraum und damit Game completed. Knapp 100 Stunden, ne? Echt tolles Game. Bin mal gespannt, ob irgendein Games packt, kann das, das von Drohnen zu stoßen. Dieses Jahr. Sie sind es. Hat endlich jemand uns... Na gut. Game complete. Schade, Schokolade. Hat nämlich Weggespässchen gemacht. Stunden. Das ist mit allen 2 Stunden. Achievement, Baby. Vier Tage, 9 Stunden. Knapp 100. Nicht schlecht. So. Streammarkierung setzen und dann geht's weiter zum nächsten Spiel. Chart.